Ich würde gerne zuerst ein Video schauen. Leute, ich würde sagen, wir schauen uns ein wichtiges Video an. Wir wollen ein bisschen was lernen. Wir schauen uns heute mal rein. Jeremy Fragrance hat tatsächlich Cousine FPS. Digga, mein Sohn. Was geht ab, Mutti? Na, alles gut, Mama? Danke für den 6. Resub. Jeremy Fragrance hat uns einen Tipp gegeben. Butterschmalz auf den Körper. Wir schauen rein, Leute. Das interessiert uns doch. Grüß euch, Freundin. Jeremy Fragrance hier. Was geht ab, mein Freund? Butterschmalz auf den Körper. Ja. Habe ich heute mal ausprobiert. Mhm. Und wenn du dir mal überlegst, boah, riecht das Zeug geil, Alter. Weiß ich jetzt nicht, ob Butterschmalz geil riecht. Stinkt Butterschmalz nicht übertrieben? Das riecht wie die geilste der Geilen, der Geilen, der Geilen. Mann, das riecht so geil. Ist ja klar, weil ist ja auch ein sehr nahrhaftes, in dem Fall Nahrungsmittel, weil es ja prozessiert ist, aber es stammt ja von einer Kuh. Jeremy, also Bro, ich weiß ja jetzt nicht, ob das so... Von der Milch und das hat gewisser Art und Weise auch, erinnert uns an Muttermilch und somit ist das natürlich auch sehr krass. Ja. Da würde ich zustimmen. Muttermilch ist gleich Butterschmalz. Jedes Mal, wenn ich Butterschmalz rieche, denke ich an, klar, meine Muttermilch. Das ist genau richtig. An der Stelle wiederholen wir nochmal ganz kurz, was Simon Ung uns damals eingeredet hat. Milch ist Gift und so ist es tatsächlich auch. Lass mich kurz überlegen, was ich dir dazu sagen will, was wichtig ist. Mhm. Aber vorher ja. Tue ich mir zwei Düfte drauf, damit ich auch ein bisschen das Thema Parfum drin habe im Thema. Das Thema Parfum im Thema drin haben? Genau das, ja. Erstmal den hier. Aha. Willst du vielleicht zu dem Duft noch irgendwas erzählen oder sprühst du ihn einfach nur drauf, Bro? Übrigens, es gibt auch verschiedene Arten von Sprühköpfen, falls du es nicht wusstest. Guck mal hier, wie der sprüht. Total weit. Meine sind zum Beispiel sehr schmal und direkt. Und mir ist aufgefallen, dass je direkter und aggressiver ein Sprüher ist, wie... Bro. Wie kann man von Butterschmalz auf Parfüm kommen? Also, der Typ ist ja eigentlich Parfüm-YouTuber. Der macht einfach, also ich glaube, der macht einfach die Kamera an. Der macht einfach die Kamera an und redet, was er will. Der redet, was er will. Und das ist einfach nur wild. Ich möchte, dass dieser Mann einen Podcast bekommt. Beim Main, desto stärker kommt die Kopfnote hervor. Mhm. Und je weiter der sprüht, desto mehr verfehlst du und desto mehr... Hast du direkt das Voluminöse eines Parfums drin. Okay, und auf die andere Hand tue ich diesen... Macht man das? Macht man zwei Düfte? Macht man zwei Düfte auf deinen Körper? Ist das so? Halloween-Duft. Siehst du, der sprüht auch schon anders. Das ist natürlich ein lustiger Titel. Und ich sehe auch schon die Comments, ganz süß immer. Ganz süß, ja. Und du musst natürlich wissen... Jeder von euch wird mir zustimmen, ich bin gespannt, dass wenn du auf deinen Körper Benzin schmierst. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt zustimmen werde. Es kommt drauf an, was jetzt kommt, Bro. Dass das gewisse Auswirkungen auf dein Wohlbefinden hat. Ja. Und weiter? Ja oder nein? Ja, damit wirst du höchstwahrscheinlich richtig liegen. Danke, dass ihr jetzt ja sagt. Es hat Auswirkungen auf deinen Körper, auf dein Wohlbefinden, wenn du Benzin auf deinen Körper schmierst. Das stimmt, ja. Okay, und ja. Das haben wir jetzt schon mal alle zusammen einvernehmlich zugestimmt, richtig? Ich weiß nicht, Bro, also das ist ein Video. Du wirst die Antwort erst später bekommen durch die Kommentare, aber ich nehme an, dass du damit... recht hast, dass Benzin auf der Haut nicht gut für die Haut ist, ja. Okay. Lieber Gott, danke für diesen wundervollen Tag. Hä? Leute, ich habe richtig Spaß. Ja? So. Es gibt auch wissenschaftliche Studien, die besagen, dass über die Haut... Danke, Jägermeister. ...Dinge in den Organismus aufgenommen werden.
das ist nicht wissenschaftlich belegt. Also das ist, ja, das ist wissenschaftlich belegt. Das weiß man ja sogar. Das weiß man ja sogar, weil wenn man zum Beispiel Muskelschmerzen hat, dann kann man auch eine Creme auftragen und die Haut nimmt das auf in den Muskel. Also bis jetzt haben wir in 2 Minuten 50 eigentlich nur gehört, das war 5 Sprühköpfe verschieden sprühen, okay? Es ist im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe, ist ja klar. Ja. Das heißt, wenn du jetzt, naja, wenn du jetzt bei der Drogenmafia bist. Okay. Oder wenn du jetzt Polizist bist und dann Drogen anfasst. Ja, bitte? Ich glaube, oder irgendwie sowas gab es ein Experiment, dann kommt das in deinen Organismus im kleinen Maße an. Ja, und? Okay. Hä? Das war's? Da kommt keine Schlussfolgerung, nichts, das war's einfach. Bro, wie viele Drogen hast du angefasst? No front. Deshalb musst du dir überlegen, was schmierst du dir auf die Haut? Obviously kein Benzin. Und was sollst du dir überhaupt auf die Haut schmieren, wenn überhaupt? Eine Creme. Eine Creme wäre ganz gut. Weil auch das habe ich gehört, weil wir wollen uns ja nicht verarschen lassen. In einem Supermarkt, wo ich so geguckt habe, ja, ich bin hier voll mich am Bräunen und so. Was soll ich drauf tun? Sie sagte, ich empfehle Ihnen eher gar nichts drauf zu tun, weil das verstopft alles Ihre Haut. Ach so. Ja, ja. Bro, vielleicht fragst du auch nicht eine Supermarktangestellte, sondern einen Arzt. Oder ein Fachmann, ein Kosmetiker, der kann dir sowas er hat sich im Supermarkt gebräunt. Können wir kurz darüber reden? Klar, ich kann Kokosnuss heute cool machen, ich kann Macadamiaöl cool machen, morgen kann ich Arganöl cool machen. Alles, was ich brauche, ist, ich bin ein Typ in Marokko und mir gehören 50 Hektar Arganbäume. Ja. Weißt du was? Mein Kumpel ist befreundet mit Kim Kardashian. Komm, Kim Kardashian, sag mal, du lässt dich mit Arganöl einmassieren. Geil. Hat auch Benefits, klar. Ja. Und schon ist das Teil Hype und geil. Also man kann so gut wie alles geil machen, wenn du was verkaufen willst. Du sollst also kein Vollidiot sein. Ich bin wirklich verwirrt. Ich bin einfach nur verwirrt. Und auf alles hören, was im Moment trendy ist. Okay, das sollst du wirklich wissen. Selina, danke schön. Das soll ich wissen, okay. Und... ja, deswegen experimentiere ich rum. Ich habe jetzt Shea-Butter ausprobiert. Ja. Ich habe Kokosöl ausprobiert. Ja. Kokosöl sehe ich aus wie eine Fettschwarte. Mhm. Und komischerweise fühle ich mich auch so ein bisschen fettig. Ja, das liegt an dem Fett im Kokosöl. Deshalb fühlt man sich fettig. Und ja, jetzt habe ich dieses Butterschmalz ausprobiert. Klar, habe ich auch allerlei mögliche anderen Cremes und alles ausprobiert. Und so. Ganzer Chat voller Fragezeichen. Jeremy Fragrance ist einfach wirklich Stiftung Warentest, sein Urgroßvater. Der Typ geht hin und frisst am Tag 1 Kilo Skyr, 17 Bananen und 1 Kilo Mettwurst. Und jetzt testet er sogar noch Pflegeprodukte für uns. Das ist geil. Wir müssen nichts mehr testen. Ich warte auf das nächste Video, wo Jeremy Fragrance den Corona-Impfstoff testet, Leute. So, ihr habt so viel schon rumexperimentiert. Und... naja, guck mal auf die Rückseite und, also wenn du mich fragst... ja. Auf welche Rückseite, Bro? Auf welche Rückseite? Seid ihr bekloppt oder bin ich bekloppt? Das, meine Freunde, das ist hier die ganz, ganz grundlegende Frage. Oder sind die da bekloppt? Mhm. Oder müssen wir einfach alle zusammen vorsichtig sein? Ja. Weil klar ist dieser Titel lustig, aber das ist für mich eine natürlichere Sache, auf den Körper zu schmieren, als ein Produkt, wo hinten drauf steht Glycerin, Mineralpetroleum, Dimethikone. Alter, wieso schreit der jetzt auf einmal so? Warum wird er so aggressiv, wenn der die Zutatenliste vorträgt? Silikone, Citrullinsteratite 20. Supratalan-Deladas, eine der gefährlichsten Inhaltsstoffe nach Weichmacher. Ganz, ganz gefährlich. Da finde ich es gar nicht so doof, eher das auf den Körper zu schmieren. Macht, ja. Benzin zum Beispiel hat auch nur eine Zutat, nämlich Benzin. Das ist auch natürlicher. Und abschließend möchte ich das Video mit einem coolen Statement von... ja, aber Bro, ich habe aus dem Video nichts mitgenommen. Hilft Butterschmalz auf dem Körper jetzt oder nicht, Digga? Russell Brand Statement, wie immer. Ich habe ja ein paar meiner Zuschauer, die sind richtig geil. Die checken das.
Okay. Russell Brand, der war mit Katy Perry zusammen, hat auch, ist ein ziemlich erfolgreicher Typ. Motivationscoach wahrscheinlich. Der war bei Joe Rogan. Der Joe Rogan hat für 100 Millionen Dollar seine Show verkauft an Spotify. Der ist 10 Millionen Follower auf YouTube. Ja, okay. Und was macht das jetzt aus Russell Brand, nur weil der bei ihm in der Show war? Concrafter war auch bei Stefan Raab und Concrafter ist trotzdem kein Genie. 10 Millionen Subscriber, ziemlich krasser Kerl. Mhm. Und die haben sich ein bisschen darüber unterhalten, warum die Menschen immer mehr so vegan werden und immer mehr sich so Anti-Sex und so Anti-Schimpfwörter und so. Hä? Und er könnte sich vorstellen, dass die Menschen den Bezug zur Realität verloren haben, ja, immer mehr, ja, und eigentlich Angst davor haben zu erkennen, ja, was sie eigentlich sind. Aha. Nämlich auch Menschen, die, ja, andere Menschen Sex mit haben. Ich wollte auch einfach nur wissen, ob Butterschmalz auf meiner Haut gefährlich ist oder nicht. Ich will jetzt nicht wissen, ob andere Menschen Sex mit anderen haben. Ich wollte wirklich nur einfach wissen, ob Butterschmalz für meine Haut gut ist oder nicht. Die Tiere den Kopf abschlagen, um was? Die dann zum Essen, weil wir so, ja, uns entwickelt haben. Ja. Und manche Leute sind einfach so eingeweicht und eingespült, teilweise auch vom System von heute, klar, dass die das nicht ertragen. Die da oben, da haben wir es wieder, die da oben, ganz, ganz gefährlich, die da oben. Sagen können, wie die Realität eigentlich ist. Ja. Leute, passt auf, dass ihr nicht weichgespült werdet im Kopf. Ich liebe euch. Das war's? Was ist die Quintessenz? Was ist die Aussage hinter diesem Video? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke. Und jetzt geht's weiter mit einem schönen Top 10 Video für meine amerikanischen Zuschauer. Ich liebe euch, bis dann. Peace. Ah, chillig.